Schön. Es ist Italien, es hat diese Einfachheit aus Italien und doch einen modernen Pfiff, schöne Teller, alles leidenschaftlich gekocht auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Schönen Dank. Dankeschön. Danke. Ich wünsche euch einen Zita. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Danke. Buon Appetito. Können Angelos Hauptspeisen den hohen Erwartungen der Konkurrenz standhalten? Die Dorade ist definitiv wunderbar frisch. Wurde auch beim Vorbereiten die Kiemen entfernt, einmal richtig sauber gemacht. Die Dorade hat zwei kleine, wie so Flossen, so kleine Flossen an der Seite des Kopfes. Die waren entfernt, die sollen entfernt werden. Aber die Kiemen bleiben drin, weil sonst der Kopf fällt ja sonst auseinander. Die Augen sind noch wunderbar, waren glasig. Alles wunderbar, alles super. Das ist eine super frische Dorade. Das Auge, das Glasige, ja, das erkenne ich beim frischen Fisch. Ne? Wenn es gebraten ist, ist es eher trüb. Die Dorade ist wunderbar gegart, richtig auf den Punkt. Ganz einfach mit ein bisschen Olivenöl noch, keine Soße, die den Fisch tötet. Wir haben hier die Petersilie, die Kräuter oben drauf, den frischen Knoblauch, die Sherry-Tomaten mit dabei, die frischen. Und demnach würde ich sagen, gibt es nichts zu verbessern. Wie Jürgens Ossobuco mundet, verrät er uns gleich. Jetzt ist aber erstmal Jessica an der Reihe. Ich habe hier das Rinderfilet mit der Pfeffersoße. Also das Fleisch ist wirklich, Filet ist ganz zart, der Gargrad genauso, wie ich ihn bestellt habe. Das Fleisch ist nicht sehnig, ich habe nicht ein Gramm Fett hier dran. Mein Filet ist medium rare, genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Medium rare sehe ich jetzt nicht, dann wäre es ja roher. Vielleicht vertut sie sich. Die Pfeffersoße ist ganz toll, sahnig, cremig, richtig schön mit dem Pfeffer abgeschmeckt. Ich mag ja gerne gut gewürzt und ich mag auch sehr gerne scharf. Also die Soße ist hervorragend. Ich bin wahnsinnig glücklich mit meiner Hauptspeise. Gerade hat er noch gezittert, jetzt trumpft Angelo schon wieder auf. Die Hauptspeise sind von mir persönlich gekocht, also ich habe keine Bedenken. Er ist cool, er ist einfach cool. Im Moment, muss ich sagen, macht er alles richtig. Er ist ein Entertainer, er ist ein Original-Italiener und er kocht im Moment gut. Also, super. Jetzt will Angelo wissen, wie sein Saltimbocca ankommt. So, schmeckt euch? Spinat, genau wie ich mir das von dir vorgestellt habe, wie typisch italienisch. Mit Knoblauch angegrillt, Spinat in die Pfanne, bisschen Olivenöl dazu, Knoblauch, Salz, fertig, lecker, perfekt. Kartoffeln. Total cool, keine Rosmarinkartoffeln, sondern mal Thymian-Kartoffeln. Ja, perfekt. Saltimbocca, wie man es vom guten Italiener gewohnt ist. Ja? Salbei oben drauf, Salbei unterm Schinken, ganz wichtig. Und jetzt kommt der einzige Punkt, nur die Soße war mir ein bisschen zu wenig Pep. Weißt du, du hast so ganz tolle Gerichte und da fehlt mir einfach so ein bisschen Angelo. Ja. Weißt du, wie ich meine? Okay, ich habe weniger gewürzt, ja. Weil mit der Schinken ist immer so eine Sache. Salz, ne? Ja, aber ich wusste nicht, für wem war das. Ja. Also für jeder wäre gut, aber für dich nicht und für mich auch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Salz. Ein bisschen, ja, okay. So. Aber perfekt. Ich nehme das an. Danke. Da kann man locker drüber stehen, ne? Das ist doch in Ordnung. Ich sehe Salz und Pfeffer da nochmal. Er ist gut. Und er nimmt es auch gut an. Also der Angelo, ich habe ihn da ganz anders eingeschätzt. Er hat gesagt, alles klar, wir machen das so und so und so und so und hat es mir nochmal erklärt. Ne? Und hat mir dann auch das mit dem Schinken nochmal gesagt. Total klasse. Das letzte Wort gebührt dem Kochausbilder aus Castrop-Rauxel. So, Angelo, ich hatte heute Kalbsachsenscheiben auf Italienisch Ossobuco. Ja. Mein Ossobuco war toll, jetzt bin ich gespannt. Sehr gut geschmort, viel vom Knochen. Ganz toll fand ich, dass du das Mark in den Knochen gelassen hast. Das gibt ja dementsprechend nochmal einen Geschmack. Ich habe auch gesehen, dass du mit Karotten, mit Sellerie, mit Porree, Zwiebeln und sogar mit Staudensellerie gearbeitet hast, schön reduziert. Das gibt natürlich auch den entsprechenden Geschmack. Aber mein Risotto war kein Risotto. Oh Dio, woran liegt's denn, lieber Jürgen? Das ist mir hier nicht schlossig genug. Der Korn ist ein wenig noch zu fest. Oh, lieber Jürgen, Risotto ist nicht weich gekocht. Schlotzig heißt nicht weich. So, in Italien essen wir Risotto al dente. Okay, gut, ich kenne Risotto jetzt anders. Ich kenne Risotto grundsätzlich nur schön schlotzig und weich und cremig gekocht. Schlotzig heißt, dass das Risotto cremig, schlotzig in den Teller reinrutschen muss, ja?
der Reiskorn darf nicht weich sein. Da hat der Angelo recht. Es muss bitter. Wenn du es mal probieren möchtest. Ich habe schon vorhin probiert, bevor ich raus. Ich habe in Italien Risotto ist wie Spaghetti. Muss al dente sein und sonst ist es nicht Risotto. Jetzt müssen Angelo und seine Capofino-Crew noch einmal alle Register ziehen. Die Desserts stehen an. Jetzt aber noch mal richtig aufdrehen, oder? Ich bin bereit. Soll ich ja schon anfangen, dann haben wir hinter uns. Na ja, klar, haut rein, solange Thomas zugucken darf. Ciao, ragazzo. Tutto posto? Gestern war sehr gut, jetzt gibt's Dessert. Jawohl. Sabaglione für mich. Sabaglione und für ich dich. Guck zu. Was ist Sabaglione in Italien? Sabaglione in Italien. Wird immer bestellt, wenn einer was vorhat, mit einer Frau was zu machen. Ja? Das ist wie eine Viagra. Ah. Das ist wie eine Viagra. Und weil ich immer Hunger habe, machst du wie viele Eier? Vier. Vier, schön. Also gibt ein bisschen mehr für mich, oder? Wunderbar. Weil ein bisschen für mich, ne? Ah, für dich auch? Ja, ich brauche auch Potenz. Es ist einfach ein Unikat, ne? Was machst du alles rein? Ei und dann? Zucker. Bisschen Brandy. Brandy, okay. Marsala. Marsala? Weißwein, okay. Okay. Also der Zucker mache ich nach Gefühl. Marsala all'uovo. Nicht okay. Trockene, ist etwas süßer. Süße, ja. So. Hüppla. Okay, ich hätte ja die Zabaglione-Zutaten muss Angelo nun gleichzeitig erhitzen und schaumig schlagen. Ja, Baby. So, sobald die Blase rauskommt, das bedeutet, ist er fertig. Die Flüssigkeit ist weg, genau. So, ich brauche jetzt das Eis. Die Erfindung der Zabaglione geht übrigens auf den berühmten italienischen Koch Bartolomeo Scappi aus dem 16. Jahrhundert zurück. Was haben wir italienisch? Zabaglione. Auf Deutsch? Weinschaumcreme. Man sagt immer Weinschaumcreme. Zabaglione kannst du mit jeder Champagner, Prosecco, Weißwein, Rotwein. Was ist schön daran? Schön ist, wir haben bei Marsala haben wir Ei mit drin. Ja. Na, du hast vom Eigelb richtig. Hast du ein bisschen, also schön, ein bisschen mit Alkohol. Drin, ja. Kommt noch das Eigelb, was du drunter gehoben hast. Und dann haben wir die Crema. Na, die sieht sehr gut aus, perfekt. Ist der Thomas auch Koch, hä? Oder? Scheint so, hm? Ist gut. Wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. Er nimmt nicht ein Glas, also er nimmt einen Kelch. Es war wirklich eine Riesenschale. Und bevor ich die Chance hatte, irgendwie was zu probieren, bin ich rausgeflogen. Jetzt kannst du bitte an den Tisch gehen. Ich mach den Tisch verlassen. Und ich mach dir andere Dessert und dann. Und dann bekomme ich meine Sabaglione. Wunderbar. Der Duisburger Muskelmann geht und kurze Zeit später kommen auch schon die Desserts. Die Panna Cotta soll Jessica den Abend versüßen. Thomas erfährt jetzt endlich, wie seine Zabaglione mundet. Das Soufflé al Chocolat ist Daniels Idee von einem gelungenen Abschluss. Und Jürgen hält sich an den italienischen Klassiker, das Tiramisu. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis später. Ja, sieht doch gut aus, oder? So, dann lass es schmecken. Sieht fantastisch aus. Ich finde auch hier die Tellersprache, sie bleiben sich treu, passt zum Haus. Es ist modern, nicht zu modern und es ist trotzdem Original Italien. Wie ist denn zum Beispiel Daniels Schokosoufflé? Der flüssige Kern tritt hervorragend aus, hat eine super Konsistenz und sehr schokoladig, kräftig, aber nicht zu süß. Sonst erschlägt einem immer die Süße der Schokolade. Habe dazu ein hausgemachtes Vanilleeis, das sehr cremig aufgeschlagen ist. Sehr aromatisch von Vanille, mit echter Vanille. Man sieht noch die Vanillestückchen. Das ist definitiv kein Pulver, das ist frische Vanille eingeschlagen, eingearbeitet. Dazu habe ich ein paar frische Früchte, Blaubeeren, Himbeeren. Und das Ganze auf einem Mangospiegel, wie bei dir, mit Minzsoße, Schokosoße. Und ich würde sagen, auch eine Erdbeer- oder Himbeersoße noch dabei, mit einem wunderschönen Muster drin. Guck mal, Jessica hat auch so ein tolles Muster. Das, was du als Minze identifiziert hast, ist für mich irgendwie eher nussig. Ich würde auf Pistazie tippen. Ich möchte das auch mal probieren. Zu welchem Ergebnis kommt der Dienstälteste der Truppe? Pistazie. Ich habe die Soßen probiert, dachte im ersten Moment grün gleich Minze, weil es passend zum Gericht war mit der Minze auf dem Teller angerichtet, war aber dann Pistazie. Jetzt wollen wir aber endlich wissen, wie Thomas Zabaglione mundet. Thomas? Ich muss sagen, ich durfte ja nicht probieren in der Küche, aber es passt einfach alles, genauso wie es in der Küche im Prinzip produziert wurde. Wenn ich es jetzt esse,
Dann habe ich so eine leichte Crema im Mund. Dann haben wir die Süße vom Zucker, leichten Brandy-Geschmack noch, den wir mit reingebracht haben. Das frische Vanilleeis, was du auch hast. Und du siehst den Schaum, ja? Also der fällt vom Löffel. Super luftig. Genau, also alles perfekt. Luftbläschen. Wirklich, wenn man nicht eine langweilige Sabayone haben will, dann sind wir hier ganz richtig. Der Laden verkörpert ihn und er verkörpert die italienische Gastronomie. Und dieser rote Faden entsteht dann, glaube ich, von ganz allein. Durch seine Art, durch sein Umsetzen und sein Leben. Also ein Konzept braucht er nicht. Er ist das Konzept. Genau. Und was sagt die Bottropper Low Carb Gastronomin zu ihrem Dessert? Ich liebe auch mein Panna Cotta. Ich finde, es ist eine klassische Panna Cotta. Ne? Sowohl von der Konsistenz als auch vom Geschmack her. Die hat wirklich ein unheimlich tolles Vanillearoma. Und ist auch nicht zu süß. Was ist denn das auf dem Teller? Das hier sind, glaube ich, Balsamico-Perlen. Balsamico-Perlen, okay. Und auch das war echt lecker. Was sind denn Balsamico-Perlen? Was soll das denn sein? Das ist eine gute Frage. Ich habe die auch noch nie produziert. Okay, darf ich mal probieren? Mhm. Vielleicht kann ja der gelernte Küchenmeister die lustigen Murmeln zuordnen. Das ist aus der Molekularküche in Stickstoff gegart. Sieht so ein bisschen, ja, ne? Hundertprozentig. Also aus einem Geschmacksträger, wenn der abgeschmeckt, kommt tröpfchenweise was in eine Flüssigkeit, die einen Gelee-Mantel macht. Schön, auch wieder was Neues kennengelernt zu haben und zu wissen, hey, cool, ne? Auch so Sachen kann man kombinieren und sie schmecken. Ich öffne mal die Tiramisu, ganz fein geschnittener Löffelbiskuit, Mascarpone Sahnecreme, dann ein ganz tolles Kakaopulver. Ich spüre noch einen leichten Amaretto-Geschmack, einen Hauch von Amaretto, was auch gut ist, nicht zu füllig. Sind die Biskuit auch in Kaffee getränkt? Die Biskuits sind auf jeden Fall in Espresso getränkt, das merkt man. Ne? Wunderbar garniert, nicht zu überladen. Ja, also es wirkt wirklich auch gut. Also ein großer Fauxpas ist hier nicht passiert, beim ganzen Menü, bei allen Vieren. Also das müsste schon gute Punktzahl geben. Und der Gastgeber selbst auch so optimistisch? Ich denke, mussten die alle groovy sein, aber muss man nachfragen. Ne? Und genau das tut der 49-Jährige jetzt auch. Wie sieht das aus? Seid ihr zufrieden, oder? Also, Angelo, ich sag's dir mal ganz ehrlich. Ich habe noch nie so eine tolle Tiramisu gegessen. Wirklich. Oh la la, Jürgen ist verliebt. Ich habe noch nie eine Tiramisu gegessen, wo der Löffel Biskuit noch mal geschnitten wurde. Ganz fein parfümiert, ganz, ganz, ganz großes Kino. Hut ab. Danke. Ich werde dich kaufen. Ich bin billig. Weiß ich. Dollarstart. Meine Fresse. Wenn ich jetzt die anderen vier wäre am Tisch, würde ich sagen, gut, okay, muss ich richtig Gas geben die Woche. Ne? Happy End war gut. Und jetzt kommt der Dolorosa, der Rechnung. Das wird schon ein bisschen was kosten. Ne? Das war alles hochwertigst. Über 200, sage ich. Was kosten drei Gänge für vier Personen beim Kettwicher Edel-Italiener? Endbetrag 254,40 Euro. Also wir haben ungefähr für 190 Euro gegessen. 45 Euro roundabout fürs Essen. In dieser Lage, bei dem Ambiente, bei der Qualität, mit der Originalität. Super, super. Preis-Leistung passt für mich, stimmt. Guter Service, gutes Essen, kann man machen. Für das, was wir geboten bekommen haben. Finde ich echt in Ordnung. Erwartest du 10 Punkte? Nein, musst du nicht mit 10 Punkte. Aber ich weiß nicht, wenn jemand das empfindet, muss mehr geben. Das finde ich aber jetzt schon auch nett, ne? Weil ich sag jetzt mal so ein bisschen frech und augenzwinkern, die Italiener, ja, muss ich ja das 10 Punkte. Damit habe ich gerechnet, ne? Also er zeigt jetzt auch Größe, ne? Es müssen nicht 10 Punkte sein. Soll mir jeder geben, was er meint. Jau, ist ja nicht so, als hätte Angelo seinen Mitstreitern mit Betonklötzen gedroht. Spaß beiseite, die Punkte bitte. Ich gebe dem Angelo heute 9 Punkte. Fast perfekt, also von daher definitiv gerechtfertigt. 9 Punkte. 9 Punkte. Also ich hoffe, dass ich Angelo und das Capofino genauso glücklich machen kann mit meiner Bewertung, wie sie mich heute Abend glücklich bekommen haben. Und zwar mit vollen 10 Punkten. Mir hat's gefallen. Danke, Angelo. Nicht schlecht. Das Capofino setzt die Messlatte mit 37 Zählern ziemlich hoch. Morgen im Haus Hölter bei Philipp kämpft Gastro-Urgestein Jürgen um seine Kochehre. Also bevor du weitersprichst, Entschuldigung, bevor du weitersprichst, da ist nicht ein Gramm Sahne drin. Ich will nicht hier runter. Doch, du machst hier runter, indem du sagst, da ist Sahne drin, da ist nicht ein Gramm Sahne drin. Auweia. Okay, mit Kritik kann ich nicht hier umgehen.